Viele Menschen sagen, ja, die Politik muss was ändern. Was soll ich machen? Ich bin der Meinung, jeder Einzelne hat so viel Macht, nur ist er sich deren Macht nicht bewusst. Denn wenn alle Menschen in eine Richtung denken und in eine Richtung einkaufen, weil ich kann mit jedem Kauf entscheiden, was fördere ich und was unterstütze ich oder was behindere ich. Und damit hat er eigentlich die größte Macht überhaupt. Denn von der Wirtschaft mache ich mir keine, für die Wirtschaft mache ich mir keine Sorge. Die Wirtschaft, die ist so schnell im Anpassen, dass wenn die Menschen anders agieren, die Wirtschaft passt sich an. Das ist unglaublich schnell. Die Politik ist ein Fähnchen der Wirtschaft, die hängt an der Wirtschaft. Deshalb kann die Politik nicht entscheiden, weil sie ist hier angekoppelt. Und es gibt deshalb nur eine Möglichkeit, dass wenn die Menschen mündiger werden, aufgeklärter werden, ihr Bewusstsein erweitern, anders handeln, dann passiert der Hebel von alleine. Denn die Wirtschaft ist von der Menschheit abhängig und nicht die Menschheit von der Wirtschaft und noch mehr von der Politik. Deshalb brauchen wir selbstständige Menschen, die überlegen, was sie tun, die sich kritisch gegenüberstellen, die eine gute Kommunikation führen, mit Respekt und Wertschätzung durch die Welt gehen, dann können wir in kurzer Zeit enorm viel erreichen.